Moin zusammen. Jo. Ich grüße euch erstmal recht herzlich zu dem neuen Video. Jetzt habe ich ja mal 2 Tage Pause gemacht. Heute geht es mal wieder ein bisschen weiter mit dem Schwibbogen. Ich hatte gestern nochmal in der Vorlage, habe ich nochmal nachgeschaut. Da waren einige Teile, die ich vergessen hatte aufzuzeichnen. Ich zeige euch das mal schnell. Aha. Genau. Einmal hier so ein Teil. Und da 3 Teile. 1, 2, 3. Genau. Die hatte ich vergessen. Die muss ich dann heute noch schnell aussägen. Und bei den anderen kleinen Teilen, da hatte ich auch noch ein paar dabei, die ich noch nicht gesägt hatte. Und dann habe ich mir mal mit Kreppklebeband, habe ich wieder mal hier beschriftet, welches Teil das ist. Das hier ist jetzt S2. Ist ja in der Beschreibung, ist das ja jedes Mal beschriftet mit H1, H6, S1, S2 und so weiter und so fort, damit man dann weiß, wie das dann zusammengebaut wird. Da steht auch richtig beschrieben von Schritt nach Schritt, wo was hingehört, wie das zusammengebaut wird. Da bin ich mal gespannt, wie ich dann damit klarkomme. Ja, so, Feuerzeug. Irgendwo hatte ich, ach da. Ja, und dann habe ich heute mal eine andere Position mit der Säge. Sonst habe ich ja immer die Säge in diese Richtung hier stehen. Heute habe ich sie mal in diese Richtung. Dann stehe ich praktisch vorne an der langen Seite vom Tisch und ich versuche dann die Kamera hier hinzustellen, wo ich jetzt sitze, dass ich da so in die Richtung filmen kann. Ich glaube, das ist ein bisschen besser. Wie gesagt, ich versuche heute noch, oder ich mache dann erstmal diese restlichen Kleinteile und dann fange ich an mit dem Schwibbogen und zwar die ganzen Ausschnitte hier, die Innenausschnitte dann sägen. Das wird nochmal jede Menge Arbeit, jede Menge ein- ausspannen, also das wird nicht ohne, definitiv nicht. Schauen wir mal. Bin ich selber schon mal drauf gespannt. Boah, ist echt kalt geworden, ey. Ich habe ja hier immer das Fenster aufkippt, weil ich ja auch hier drin rauche. Das ist echt übel jetzt. Heute Morgen war es richtig kalt gewesen. Jetzt im Moment sind es, glaube ich, irgendwas mit 4 Grad. Es ist jetzt 10 Uhr. Ja. Ja, beim letzten Mal sägen war ich ja recht zufrieden. Also das Sägeblatt von Pegas, die Nummer 5, ist wirklich ein gutes Sägeblatt. Also da gibt es nichts. Wenn das mal irgendwann reißen tut oder stumpf ist, dass ich es auswechseln muss im Moment. Ja, im Moment ist es noch okay. Im Moment sägt es noch gut. Und aber wenn ich das wechseln muss, nutze ich mal eins von den anderen, die ich dann noch bestellt hatte. Beim letzten Mal hatte ich euch ja gezeigt in dem einen Video, hatte ich ja 3 verschiedene. Einmal hier die Pegas Nummer 5, dann eins, das nennt sich mit Elfe, und das andere war, habe ich schon wieder vergessen, ist auch egal. Aber die würde ich mir definitiv wiederholen, die von Pegas, weil die sind wirklich richtig gut. Die machen ein gutes Schnittbild, es reißt nichts aus oder so, echt ein gutes Sägeblatt. Ich sehe das auch oft bei anderen Kanälen, wenn ich so gucke, ich gucke ja auch andere YouTube-Kanäle, wie gesagt, hier Feines aus Wuppertal ist ein sehr interessanter Kanal. Und der macht
auch viel mit Pegas-Laubsägeblättern. Und dann noch ein Kanal, Andys Holzkiste nennt er sich. Schaut da gerne mal rein. Der macht auch wirklich richtig coole Projekte. Und der arbeitet auch viel mit Pegas-Sägeblättern. Schon eine coole Sache, sowas. Ja, mit dem Sägeblatt steht und fällt halt alles, ne? Das ist... kommt jetzt nicht mal nur unbedingt auf eine vernünftige Säge an, sondern eben auch ein... also eine nicht so vernünftige Säge und dann aber ein gutes Sägeblatt drinne, das macht schon ein bisschen was wett, glaube ich zumindest. Was mir bei der Säge nicht gefällt, ist halt diese schwarze Abdeckkappe, diese mit diesem L-förmigen Schlitz drinnen. Erstens, die Schlitze, die sind sehr breit und dann schließt das nicht plan mit diesem Arbeitstisch ab. Also man hat da immer so eine leichte Kante. Wenn ihr große Teile sägt, da juckt das nicht, ne? Aber wenn ihr kleine Teile sägt, dann hakt das manchmal, weil es sich nicht drüber schieben lässt über diesen, das ist jetzt mal übertrieben, die Platte. Das ist diese runde Platte, die in der Mitte sitzt, wo das Sägeblatt so läuft, ne? Da habt ihr ja diesen Schlitz, wo das Sägeblatt durchläuft, so, und dann ist die Kante, dann schiebt ihr euer Werkstück. Hier ist diese runde Platte, hier ist dann der Arbeitstisch und das ist jetzt übertrieben dargestellt, so eine Kante. Und da müsst ihr praktisch das Werkstück drüber schieben und dann hakt das manchmal, da lässt sich es schlecht schieben. Das ist ein bisschen schlecht gemacht bei der Säge, finde ich. Also es kann schon mal nerven. Gerade wenn ihr um eine Kante wollt oder ihr wollt generell weiterschieben, wenn ihr einen Radius sägen wollt und dann hakt das und dann kommt ihr nicht weiter und das ist echt doof, da muss ich mir mal was einfallen lassen. Mal gucken, was ich da machen kann. Schauen wir mal. Gut, dann rauche ich auf, baue dann alles zurecht hier und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis denn. So, willkommen zurück. Jetzt geht's weiter. Erstmal muss ich hier das Sägeblatt umspannen. Spannung ist raus, ja. So, und zwar, das nach oben wieder. Ach, dieses Teil, ey. So. Ich brauche jetzt erstmal einen Schraubendreher. Das ist eigentlich passend, der hier. Nicht so optimal. Ich brauche unbedingt mal vernünftige Schraubendreher.
Da muss ich nächsten Monat mir mal ein paar holen. Das nützt nichts. So. Na, will das nicht? Warum geht das nicht? So, schauen wir mal. Mal die Daumen drücken. Dass alles passt. Gut, das auch weg. Und dann gucken wir mal. Erstmal runter regeln. Gut, das war Nummer 1. Thank you.
Ne? Das war innen. So, das meinte ich hier. Hier so hat man immer so eine leichte Kante, wo es drüber geht. Also das ist echt blöd gemacht. Also das hätten sie anders machen können. Da wäre es besser gewesen, die hätten in den Tisch nur so kleine Löcher reingebohrt, wo das Sägeblatt durchläuft. Das wäre besser gewesen. Aber das ist halt der Dings geschuldet, weil man hier halt auch auf Gärungen schneiden kann, was ich jetzt nicht so brauche. Das hätte man meiner Meinung nach weglassen können, aber naja. Hätte Fahrradkette, ne? Gut.
Spannung erhöhen. Thank you.
warst das. Dann auf die Seite noch. Alles klar, wieder ein Teil. Oh. Na, stell schon auf. So. Habe ich mir beschriftet. H1. Ja, so kleine Ecken wie hier, das kann man alles wegschleifen, das ist alles nicht so wild. Ja. Gut. So, jetzt muss ich mal gucken. Jetzt werde ich das noch machen hier. Dann das und das.
So schnell geht's. Wieder ein Teil fertig. So, das hier noch.
das war das. Sehr schön. So, jetzt muss ich mal kurz gucken hier. Ich hatte nämlich, das kommt erstmal ab in die Restekiste. Kann man immer gebrauchen, so kleine Reste. Ach ja, genau. Die muss ich auch noch machen hier. Aber bevor ich das mache, muss ich mal gerade gucken. Ich hatte hier, wie gesagt, noch Teile dabei. Die waren noch nicht richtig fertig ausgeschnitten. Genau das hier zum Beispiel. Das werde ich jetzt mal machen. Hatte ich ja mit dem Rundsägeblatt geschnitten und das sieht man mal, wie schlecht das schneidet mit dem Rundsägeblatt. Also geht gar nicht. Da kann man überhaupt nicht, gar nicht richtig genau arbeiten. Also ich zumindest nicht, weil mir da einfach die Übung fehlt.
Hui. Dann mal wieder Innenausschnitte. Hier so. Hier. Und dann. Ja. Gut, ich muss mal gerade was gucken hier. Mein Messer am dümmsten. Festgeschraubt. Gut. Es geht aber gerade so durch die Bohrung durch. Ja, wie gesagt, am Anfang hatte ich so ein bisschen meine Probleme mit dem Einspannen von dem Sägeblatt, aber wenn man es einmal raus hat, dann ist es eigentlich schnell umgespannt. Also es geht. Gut. Ja. So.
Gut. Ja, passt.
Ja. Eimer mit Brennholz. Alles klar. Gut. Kurzes Päuschen. Und zwar einen Moment. Wo sind wir hier? Bei 52 Minuten. Gut. Mach ich kurz Stopp. Bis gleich.